Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahnspirit mit Daniela Hahn zur Monatsauslage April für alle Fischegeborenen oder auch wenn sich dein Aszendent im Fisch befindet, dann bleibe dran. Die verwendeten Karten findest du wie immer in der Videobeschreibung, ebenso alle Hinweise für eine persönliche Beratung bei mir. Jetzt schauen wir mal bei euch hinein, was sich dort zeigen will. Wir ziehen als erstes die Überschriftskarte und im Anschluss noch 5 Tarotkarten. Oh, das hat schon ein anderes Zeichen gehabt. Ich weiß jetzt nicht welches, aber es kam schon mal vor bei den 12 jetzt. Der Wake-up-Call, also der Aufwachruf, dass man hinhören soll und dass man das, was man wahrnimmt, auch umsetzen soll. Also bei euch spüre ich ganz stark dieses Thema Umsetzen, wo man vielleicht etwas nicht umsetzen konnte, nicht die Kraft hatte, nicht den Elan, den Mut, was auch immer, dass jetzt dieses Hinhören haben ja die Fische, dass man so geistigen Input bekommt. Die Frage ist dann immer, ob man sich damit beschäftigt und das umsetzt. Und jetzt geht es bei euch diesen Monat weniger um das Hinhören als um das Umsetzen. Und jetzt gucken wir mal, was die Tarotkarten hierzu sagen bei euch. Wir ziehen hier auch bitte 5 Tarotkarten für die Fischlein. Ich muss nochmal mischen, habe ich das Gefühl. So. Gut. Ich bin jetzt nicht so der Mischweltmeister wie im Casino. Manche können ja mischen wie so ein Casino-Angestellter. Aber darum geht es beim Kartenlegen nicht unbedingt, sondern um die sanfte Verbindung mit der höheren Welt. Okay, ihr Lieben, wir haben hier die 9 der Münzen. Und das ist schon mal diese Freundlichkeit. Also das ist ja immer so, ich bin in meinem Garten Eden und mir geht's gut. Und ich brauche momentan nicht viel draußen rum, weil ich bin gut versorgt. Und dieses Gefühl kommt auf. Also gerade auch, wenn Menschen alleine sind oder Single sind oder eine Phase des Alleinseins haben. Man ist gut versorgt, man braucht sich nicht sorgen. Es kommt so ein Zufriedenheitsgefühl auf, das sich hier breit macht. Die Energien sind diesen Monat sehr, sehr schnell. Also mit 8 der Stäbe haben wir eine sehr, sehr schnelle, funktionierende Kommunikation. Also Korrespondenzen sind damit auch gemeint, Briefe, Nachrichten und so weiter. Aber auch mit anderen Austausch passiert sehr schnell, kann auch sehr viel sein. Also wenn du in einem Job bist, wo viel zu tun ist, kann da schon einiges zu tun sein. Aber ich sehe es jetzt nicht als schlecht, also in der Arbeit ganz gut. Dieses Ich bin zufrieden mit mir selbst kann daraus resultieren, dass bei dir es einige Umbrüche in letzter Zeit gegeben hat, gerade mit dem Turm. Vielleicht spürst du auch das kurz zuvor noch, also dass du kurz vor einem Umbruch nochmal stehst, der passiert. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade mit diesem Wachruf, ihr habt es schon gespürt, dass was kommt. Also die Fische sind da jetzt nicht so völlig überrascht, wenn der Turm kommt jetzt hier gerade, weil da ist schon ein Gefühl da, dass man das ja gespürt hat. Und dieser Aufwachruf ist wichtig, also es sind da Umwälzungen, entweder schon im Vorgang, also dass das schon die ganze Zeit passiert, oder dass es jetzt im April kommt. Aber ich sehe es mit dieser Grundstimmungskarte, also mit diesen 3 Grundstimmungskarten, jetzt nicht als so problematisch an. Auch wenn wir hier jetzt nicht die Strahlekarten drin haben, wir haben hier die 8 der Kelche. Das zeigt halt einfach, dass man emotional sich von was verabschieden kann, weitergehen kann. Am Horizont geht schon die Sonne auf. Also man kann damit gut umgehen, habe ich den Eindruck. Es ist jetzt nicht so dramatisch, weil die Mittelkarte ist super, super freundlich. Man hat vielleicht mal Phasen wirklich, wo man traurig ist, wo man weinen muss. Aber ich sehe das mehr so als Verarbeitung. Ne? Kann auch eine starke Traumverarbeitung sein oder dass man Botschaften über Träume bekommt. Die sind aber einfach wichtig, weil ihr in einer Verarbeitungsphase da drin steckt. Also es sind Umwälzungen da, es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich sehe trotzdem, man kann sehr, sehr gut
damit umgehen und man wird sich von was loslösen. Also man wird noch so eine, ich sage immer, wie so eine Schlange, die sich häutet, so eine alte Schicht ablegen, dass was Neues kommen kann. Das ist dieser Aufwachruf und dass man dann vorangeht. Also bei euch geht es ja nicht um dieses nur Hinhören, sondern mehr um ins Tun kommen, darum auch hier die Stäbe so rasant drin und dann ja, Richtung Horizont, also ins Licht zu gehen, sozusagen, zu sagen, ich kann das hinter mir lassen, ich kann den alten Rucksack abstreifen. Und manchmal, wenn man so einen Rucksack abstreift, ja, es tut ein bisschen weh, aber es ist jetzt nicht so dramatisch mit den anderen Karten. Ja, ihr lieben Fische, ich wünsche euch einen wunderbaren April, schöne Ostern und bis ganz bald. Alles Liebe, eure Dani. Tschüss.